Ich komme aus dem Westen und ich habe als Kind schon in der Schule gelernt, dass die DDR so ein Land war, wo alles ganz furchtbar und ganz schrecklich war. Und warum das so ganz furchtbar und ganz schrecklich war, ja, damals war das auch so, dass der Westen immer so Flüchtlinge aus der DDR einmal wahnsinnig gerne aufgenommen hätte. Nur die böse, böse DDR hat den Job immer genommen, die Grenze zu bewachen. Inzwischen hat man das Arrangement geändert. Jedenfalls, warum die DDR so furchtbar war, das war damals immer so ein bisschen unklar. Es gab verschiedene Erklärungen, die sich teilweise widersprachen. Die Laune hielt sich immer in Grenzen, ja. Das, sowas Ähnliches habe ich auch schon gehört. Aber vor einem Jahr ungefähr habe ich in der Welt Online gelesen, warum die DDR so schlimm war. Die haben nämlich anlässlich der Abschaffung von Plastiktüten in der DDR, jetzt hier heute getitelt, der Einzelhandel wirft uns zurück in die DDR. Und dann wusste ich endlich, was an der DDR so schlimm war. Und die Welt Online ist ja so ein Nischenmedium mit einem sehr begrenzten Publikumskreis, aber ich denke, dass diese Einsicht es verdient hat, weitere Bekanntheit zu erfahren. Ich habe deswegen beschlossen, meine Medienreichweite in den Dienst der Volksaufklärung zu stellen und das folgende Lied gemacht. Es gab keine Plastiktüten in der DDR, das war ein unmenschliches System. Brauchtest du mal eine Plastiktüte, dann hattest du ein Problem. Alle waren schwer traumatisiert, weil es keine Plastiktüten gab. Und die Bonzen von der Stasi, die lachten sich darüber schlapp. Alle wurden Tag und Nacht überwacht, aber das ist ja inzwischen normal. Da halten wir mal besser den Ball flach. Es gab keine Plastiktüten in der DDR. Es gab keine Plastiktüten in der DDR, das war eine barbarische Diktatur. Alle rannten mit Stofftaschen rum, Banausen ohne Kultur. Stell dir mal vor, wie das aussah. Das sah total scheiße aus. Und wer einmal eine Plastiktüte hatte, der rückte die nie wieder raus. Es gab Tote an den Grenzen. Aber das ist ja inzwischen normal, da halten wir mal besser den Ball flach. Es gab keine Plastiktüten in der DDR. Es gab keine Plastiktüten in der DDR. Es gab keine Plastiktüten in der DDR. Es gab keine Plastiktüten, keine Plastiktüten, keine Plastiktüten in der DDR. In der DDR, es gab keine Plastiktüten in der DDR. In der DDR, 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 DDR. Es gab keine Plastiktüten in der DDR, war ein grausamer Terrorstaat. Es gab nur Tüten aus Papier in einem ungünstigen Format. Die paar Plastiktüten, die es gab, die gingen alle zu den Bonzen nach Wandlitz. Die hatten so viel Plastiktüten, wie sie wollten. Und die Leute hatten sowas von die Schnauze voll. Und alle wollten rüber in den Westen, denn da war alles toll. Da gab's Plastiktüten ohne Ende. Ja, da wollten alle hin, aber die Bonzen so, nee. Ihr bleibt mal schön hier drin. Aber ohne Plastiktüten, ohne Plastiktüten, hat ihr Leben keinen Sinn. Vielen schönen Dank.